Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirsa und herzlich willkommen zum neuesten Weekend League Team of the Week Belohnungspack Opening. Ja Leute, ihr wisst ja, normalerweise wollte ich ja wieder meine Packs aufsammeln, wie das letzte Mal und dann ein ganz großes Pack Opening machen. Aber ihr habt ja mitbekommen, was für ein Team der Woche jetzt wieder am Start ist. Und ich habe ja zwei Team der Woche Sets wieder, 35 Siege habe ich geholt. Und ich dachte mir, nein, in dem Fall mache ich sie dieses Mal noch auf, ja, weil es sind halt einfach richtig geile Spieler zu holen. Ihr seht es hier, Mertens und Lukaku, dann Hazard, die drei Belgier, das ist schon mal übelst heftig. Dann haben wir noch Hamsik hier, Cuadrado in Form, Mkhitaryan, Sokratis, einfach so viele geile Spieler, die man hier ziehen kann. Und ja, da will ich euch das auch nicht vorenthalten und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen zu neugierig. Ich möchte unbedingt wissen, was werde ich so ziehen. Ich hatte sehr viel Packluck in letzter Zeit, das ist wahr, ich hatte wirklich viel Packluck. Deswegen habe ich überhaupt keine Erwartungen. Es sind halt nur zwei Team der Woche Sets und ich erwarte mir jetzt keine übelst heftigen Spieler, aber es ist ja möglich. Und da es möglich ist, werden wir es ja versuchen. Ja? Und ich wollte euch einfach mal dieses Team der Woche jetzt hier kurz zeigen, bevor wir uns jetzt hier die Food Champions Belohnungen abholen, und das sind diese hier. Und zwar habe ich, werden wir gleich mal sehen, Wusch, ja, Food Champions Weekend League abgeschlossen, ja, Elite 1, zwei Premium Team der Woche Sets, zwei Jumbo seltene Spieler Sets und 125.000 Münzen. Das ist schon mal richtig nice, ja, das ist richtig nice. Bedeutet, wir können auch schöne und nice Spieler ziehen. Qualifiziert bin ich jetzt auch für die Weekend League. Da geht's auch bald wieder los. Also würde ich vorschlagen, ab geht's mit dem Pack Opening. So, das sind die vier Sets, Leute. 200k Sets und zwei Premium Team der Woche Sets. Es ist kein ultimatives Team der Woche Set, aber das macht nichts. Seit ich in letzter Zeit so gut da gezogen habe, habe ich gesehen, es gibt auch Pack Luck bei normalen Premium Team der Woche Sets, Leute. Deswegen beschwere ich mich überhaupt nicht. Aber ich mache mir jetzt auch nicht die Mega-Hoffnungen. Ja, weil dann kann man nur übelst enttäuscht werden, weil Packluck hatte ich. Und wenn es jetzt wieder so sein sollte, dass ich nicht so viel Packluck habe, dann sei es so. Ja, aber ich freue mich natürlich über alles, was ich bekomme. Über alle Münzen, die mir zufließen quasi, um mein Team weiter zu verstärken. Und ich würde vorschlagen, ich spanne euch nicht mehr lange auf die Folter. Ich mache einfach mal das erste Jumbo seltene Spielerset auf und wir werden sehen, was uns da so erwartet. Los geht's! Okay, es ist kein Walkout, aber es ist... Oh, holy shit, es ist Mané! Es ist Mané! Oh my God! In the Himmel! Oh mein Gott, was das... Jetzt fällt mir auf Krampf die Karte nicht ein hier. Das ist diese... Schreibt es in die Kommentare, Leute. Hashtag. Oh, shit. Und ein... Oh, mein Gott. Schneiderle. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los in meinem allerersten Pack? Mein Gott, ich war schon sprachlos und jetzt rede ich zu viel. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was ist denn der hier wert? Dieser Mané. Holy shit. Ah. Oh mein Gott, es geht schon los wie letztes Mal, Leute. Oh mein Gott. Ich sage es zu oft. Schneiderlein, was ist der wert? Der ist es wahrscheinlich nicht mega viel wert, aber auch, ja, okay, gut. 25k, 30k, das ist okay. Das ist okay, ich bin einfach nur begeistert. So, den Rest hier. Oh Mann, Leute, ich kann es einfach nicht glauben. Ich nehme euch hier mit, euch drei nehme ich mit. Pedro ist, glaube ich, nichts mehr wert. So, ihr geht mal in den Verein, meine Freunde. Und der Rest ist jetzt nicht so viel wert. Deswegen werde ich euch alle samt hier goodbye-mäßig abstoßen. Und ich kann einfach nicht, ich glaube es einfach nicht. Also, jetzt ist dann wirklich langsam schon vorbei mit meinem Packluck, habe ich das Gefühl. Aber... Wer weiß, wer weiß. Wir machen weiter mit dem nächsten Jumbo seltenen Spielerset, das nächste 100k-Set. Ab geht die wilde Fahrt. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt was Normales. Naja, es kann ja nicht, es ist Kagawa. Es ist Kagawa 83er. Ja, das musste sich ja wieder ausgleichen, jetzt irgendwie balancen, oder? Wenn jetzt einmal so ein Hammer kommt, dann jetzt ein bisschen runter vom Gas, ne? Oh mein Gott. Aber das ist sehr arm hier. Bojan, oh mein Gott.
dieses 100K-Set war der oberste Flop, aber egal. Egal, ich bin jetzt schon happy. Ich bin jetzt schon happy, goodbye. Huh, okay, Leute. Okay. Wir haben jetzt schon Coins gemacht, die ich mir nicht erwartet hätte. Und es ist jetzt schon gut. Es ist jetzt schon gut, ja. Es ist wirklich jetzt schon super. Zwei Premium Team der Woche Sets erwarten uns jetzt noch. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt so ziehen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Vielleicht. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Wir hatten jetzt schon wirklich wieder Pack Luck. Ich wäre natürlich begeistert. Also, wir machen mal das erste Premium Team der Woche Set auf. Einfach so chillig, ohne jetzt viel drumherum, ja. Auf geht's. Okay, es ist kein Walkout. Von daher wird es kein super mega Spieler sein. Oh, Torhüter. Oh Gott, Jan Sommer. Ah, ist gut. Das ist natürlich, ja. Sommer ist jetzt nicht das Überragendste, aber. Ja, 86, ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwas wert ist. Also mal sehen, was wir noch so gezogen haben hier. Cuadrado! Cuadrado ist nice, Leute. Cuadrado ist schon seine 80, 90k wert. Da bin ich überzeugt davon. Mal schauen. Alter, was heißt hier 190k? 150k! 150k Cuadrado, nice, Mann! Nice, Mann! Top, top, top! Top, ohne Scheiß. Ja, Mann, super. Super, ich bin zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Was ist denn der gute Sommerwert? Was ist der gute Jan Sommerwert? Ja, das ist ein Abschlussinform, na gut. Hat alles gepasst. So, in den Verein hinzufügen. Super. Super. Nice. Nice. Also, das sind, wie gesagt, Münzen, die ich mir nicht erwartet habe. Also, ein Premium-Team der Woche-Set bleibt noch über. Es könnte sich dahinter ein fetter Belgier verstecken. Oder auch nicht. Man weiß es nicht, aber wir werden es gleich wissen, denn ich werde dieses Pack aufmachen in 3, 2, 1, 0. Es ist kein Walkout. Es ist kein Walkout, aber das muss nichts heißen, Leute. Es muss nichts heißen, es ist Parolo, 84er Parolo. Joa! Ist okay. Ist okay. Ich habe keine Ahnung, was der wert sein könnte. Ansonsten nochmal Cuadrado. Super! Mann, ey, super, wirklich. Ich bin echt happy, verdammte Kacke. Danke, Mann. Top, das sind nochmal 150k auf meine Birne. Ja, Mann. Ja, Mann. Super, wirklich. Ich bin echt froh. Ich weiß nicht, was Parolo wert ist. Aber auch nochmal seine 80k. Na, das ist doch sehr vielversprechend, Leute. Ohne Scherz. Das ist wirklich vielversprechend. Wahnsinn. Wahnsinn. Also echt, echt der Hammer. Echt der Hammer. Super, super. Ich nehme euch alle mit. Wow. Wow, ich bin mehr als nur zufrieden, Leute. Auf der Transferliste, mein Freund. Ja, kannst du ruhig weg. Super. Ohne Scheiß, Leute. Ich bin echt mega glücklich. Top, top, top. Ja. Also natürlich kann man sagen, es hätte noch besser laufen können. Ja. Es waren noch gute, sehr gute andere Spieler am Start. Aber ich habe zweimal Cuadrado mit 150k, das sind 300k. Ja, ich habe am Anfang die... Ich habe noch immer keine Ahnung, wie die orangene Karte heißt. Karte gezogen. Das waren 200 bis 250k. Mané, den könnte ich sogar behalten für das Englische. Den werde ich behalten. Ich glaube, dass der noch teurer wird, weil jetzt die englischen Spieler dann bald am Start sind. Ja, also das könnte man sogar überlegen zu behalten. Und super, super. Also, ohne Witz. Ich bin wirklich zufrieden. Nice. Also, ein mega gelungenes Pack-Opening mit Pack-Luck. Wie sagt man so schön? Pack-Luck ist da, wie die Leute das so sagen. Ja, neigt sich seinem Ende zu quasi. Ja, das Pack-Opening. Richtig nice. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Kriegen wir die 1000 Likes wieder zusammen. Das wäre der Oberhammer. Abonniert meinen Channel, wenn ihr Bock auf mehr FIFA 17 Videos habt. In der Beschreibung findet ihr auch meine Social Media Pages. Könnt mir gerne da auch einen Support da lassen. Wäre natürlich wieder der Hammer. Vielen, vielen Dank. Wirklich auch. Ich sage das im Stream immer wieder, aber jetzt hier nochmal auf YouTube. Danke. Danke für den Support. Jetzt nicht nur hier auf YouTube, Leute, sondern auch auf Facebook.
eben natürlich auch auf Twitch, ja, dann Twitter, Instagram, auch wieder einige dazugekommen, da findet ihr auch privatere Sachen von mir. Vielen, vielen Dank, ja. Ihr seid echt der Hammer, Leute, ich kann wirklich nichts dazu sagen. Vielen Dank, ihr seid der Oberburner. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt es ins Kommentarfeld. Was habt ihr so gezogen? Was habt ihr so gezogen, Leute? Das war's für heute und wir sehen uns. Nein. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.